Tut's weh? Tut's weh? Was? Lass mich in Ruhe, ey! Hau ab! Going east? Shovel! Going east? Was? Ich hab keine Ahnung, Freunde, ehrlich. Das ist doch schon wieder zum Kotzen hier gerade. Der geile Spielfluss gerät jetzt hier wieder total ins Stocken. Meinetwegen. Und da lässt er mich nicht hin. Du kennst die Spielregeln. Entweder du machst das nach Vorschrift oder du machst einen Abgang. Ja, super. Merde! Okay, ich komme hier auch nicht mehr raus. Das heißt, hier ist jetzt tatsächlich Feierabend. Hm. Moment. Wir gehen jetzt mal alles durch, weil... Wir haben alles, was wir brauchen. Ansonsten würde uns das Spiel ja jetzt noch mal hier rauslassen. Und es muss wohl hier auch tatsächlich jetzt zum großen Showdown kommen. Ich meine, macht ja auch irgendwo dann nur Sinn. Aber jetzt ist die Frage, was in unserem Inventar, bis auf das Geld, bringt uns jetzt hier weiter. Und wir haben so viele Sachen, die wir gesammelt haben, die uns überhaupt nichts gebracht haben. Ach ja, klar, die Zigaretten. Ach, die Streichhölzer. Ah, die Schachtel hat dich an uns erinnert. Werbung lohnt sich eben doch. Das ist schon der richtige Weg, Kamerad. Aha. Ne. Merde! Hm. Ich glaube, das Restliche, was ich habe, wird hier nicht viel bringen. Die Schokolade auch so sinnlos gewesen mitzunehmen. Nein. Nein, 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 nein. Okay, dann gehen wir eben jetzt vielleicht nochmal. Ein bisschen Geld. Vielleicht jetzt? Dafür kannst du dir einen feinen Sahnetee bei Lines kaufen oder was Stärkeres im Hinterzimmer. Oh Mann, aua. Ja, Kamasch. Holama Kamasa. Verfluchte Kacke! Na, das. Merde! Going east! Sag mal, spricht der jetzt anders? Das hört sich jetzt viel klarer an. Bless your eyes! Sie sind ein Ekel! Verpiss dich! Du kennst die Spielregeln. Ich flipp aus. Ich flipp aus. Ich flipp aus. Was soll ich noch machen hier? Was soll ich noch machen? Noch mehr Geld geben? Komm, ich geb dir noch mehr Geld. Gleich habe ich nichts mehr. Dafür kannst du dir einen feinen Sack. Neues Ohrloch gehört! Oder was? Hau bloß ab! Komm zu, Kumpi! Tut's weh? Freunde. Lass mich in Ruhe, ey! Ich werde mal entweder vorspulen oder schneiden. Und wenn ich was erfahren habe, melde ich mich wieder. Bis gleich. Hau ab! Owen E?
Was auch immer das jetzt war. Ich meine, der Papagei hat gesagt, going east. Und das würde ja bedeuten, geh nach Osten. Und das ist ja auch im Osten. Und warum auch immer es jetzt hier geklappt hat, ich weiß es nicht. Ich brauche einen Platz hinten, Kumpel. So geht das nicht, altes Salzmaul. Warst du denn schon mal hier? Hab deinen Laden schon ein halbes Dutzend Mal gesehen. Irgendwas an dir kommt mir bekannt vor. Dann kennst du ja meine vier Hausregeln. Muss ich gerade vergessen haben. Keine Fremden, kein Kredit, kein Lärm, keine Ausnahmen. Ja. Jetzt lass mich rein, verdammt. Du kennst die Spielregeln. Entweder du machst das nach... Alter Schwede! Immer noch nicht. Du hast die Knete und die Streichhölzer sind mein Ausweis, alles klar? Soweit alles easy, Kamerad. Aber du schuldest mir noch was. Ich versuche krampfhaft meinen Ärger zu vergessen und du machst mir neuen. Ich schütze nur mein Geschäft. Ich hab einen Ruf zu verlieren. Also sag mir, was ich hören will. Oder mach einen Abgang. Du und dein Papagei, ihr seid nicht zufällig Freimaurer. Ich glaube, ich weiß, welches Wort du hören willst. Du und dein Papagei, ihr seid nicht zufällig Freimaurer. Verdammt, verflucht und elende Kacke. Wovon redest du da überhaupt? Ach, nix, nur so. Schwafel hier nicht rum. Du musst mal langsam zu Potte kommen. Also, wie lauten die Wörtchen? Ich glaube, ich weiß wieder, welche Worte du hören willst. Ich bin ganz Ohr. Bitte! Okay, also, ich vermute jetzt mal, dass er genau das gesagt hat. In Ordnung, Kamerad. Ja! Einfach durch, die Pfeifen sind links. Ja! Danke! Das ist ja cool, dass wir jetzt hier was eingeben müssen. Denk dran, kein Ärger, kein Lärm. Mehr! Hallöchen! Okay, wir gucken uns erstmal wieder... Hallo, wir gucken uns erstmal wieder um. Die drogenvernebelten Kunden starren abwechselnd in den Weltraum. Was? Und in ihre Pfeifen. Manche erwachen aus ihrem Stupor und murmeln zusammen unzusammenhängend vor sich hin. Die Zeit hat hier keine Bedeutung. Zerknitterte Kleidung und Stoppelbärte bezeugen den Verlust des gesunden Menschenverstands. Oh wei, oh wei. Obwohl die Leitungen, die den Rauch kühlen, verfault sind, verpestet die Wasserpfeife die Luft mit dem süßen, aber zugleich ätzenden Gestank der glimmenden Opiumpaste. Igitt. Sobald sich die Kunden einmal der Welt des Giftes hingegeben haben, zollen sie den Leistungen oder der Reichlichkeit ihrer Umgebung nur noch wenig Aufmerksamkeit. Die Möbel sind simpel, weil es einfach allen egal ist, dass dem so ist. Da haben wir jemanden gefunden. Gut, Raum. Das Vorderzimmer war deprimierend und dieses hier setzt die Tradition fort. Plakate mit hoffnungslosen Urlaubszielen verschandeln die bröckelige Wand, schmuddelige Teppiche verdecken wahllose einige Teile des Bodens, die Lichter von Lambeth sickern durch die Fenster. Okay. Holmes, wo willst du hin? Der Übeltäter, der versucht hat, Mycroft umzubringen, verrät sich durch seine wilden Augen. Sie sind Stichwaffen ohne Oberfläche oder Tiefe. Ein Puppenmacher könnte bessere Augenpaare herstellen. Wenn die Augen wirklich ein Fenster zur Seele sind, hat er keine. Oha. Was passiert? Was passiert? So schlecht, wie es Ihnen geht, Scarrett, wundert es mich nicht, dass Sie in dieser Lasterhöhle vergessen suchen. Da ist eine Maus. Du riskierst eine ganze Menge, wenn du mich so anquatschst, Seemann. Du weißt nicht, mit wem du dich anlegst. Falsch. Sie sind ein bösartiger Krimineller. Zum Glück für den Rest der Menschheit können ihre Fähigkeiten nicht im Entferntesten mit ihren Wünschen Schritt halten. Mein Bruder überlebte den Anschlag im Diogenes, der junge Silverbridge ist in Sicherheit und die Formel aus dem Ministerium hat das Land nie verlassen. Bei dem brutalen und sinnlosen Mord an Pratt verloren sie sogar ihre Waffe. Kein Bild von Qualitätsarbeit, das Sie da liefern. Betrachten Sie sich als verhaftet. Sie werden auf Kosten der Krone gehängt werden. Ja, der große Holmes steckt in diesen Seemannsklamotten, nicht wahr? Gehen Sie Ihre Papiere rumschieben. Die Polizei hat keinerlei Beweise gegen mich. Noch nicht.
Aber ich habe einen Zeugen, der gesehen hat, wie sie Pratt exekutiert haben. Ihre Niederlage ist komplett. Ihre Gespielin ist tot, ebenso ihr preußischer Kunde. Das Blutgeld ist zusammen mit ihrem Partner erwischt worden. Denn es ist ein weit verbreiteter Irrtum, dass es so etwas wie Ehre unter Dieben gäbe. Mystery hat sie bei der ersten Gelegenheit fallen lassen. Haben Sie wirklich gedacht, Sie könnten mich zum Aufgeben überreden? Ich hätte sie schon im Zug nach Cambridge erledigen sollen. Damals sah ich noch keinen Grund dafür. Aber ich hätte mir eine Menge Ärger ersparen können. Die arme Maus. Oh nein. So enden alle Ratten. Wow! Fallen lassen, Scarrett. Ihr wirklicher Ärger fängt gerade erst an. Wow! Holmes! Was machst du für Sachen? Warum hast du ihn denn jetzt erschossen? Oh Gott. Was? Der lässt uns... Hä? Da ist eine Falltür. Ah. Nette Verkleidung, Holmes. Aber was ist hier passiert? Ich habe Schüsse gehört. Scarrett ließ mir keine Wahl, Watson. Er starb an einer Kugel aus seinem eigenen Revolver und seine Leiche ist schon verschwunden. Vielleicht kann Needham noch eine halbe Krone an seiner Leiche verdienen. Was habe ich mir nur dabei gedacht? Ich hätte wissen müssen, dass er noch eine Waffe haben würde. Wo steckt übrigens Mystery? Ich habe ihn den Inspektoren übergeben, die sie geschickt haben. Sie haben ihm die Handschellen angelegt und ihn abgeführt. Dieser diabolische Mistkerl ist clever, Watson. Er hat sie getäuscht. Ich habe niemanden geschickt. Doch Hochmut kommt vor dem Fall. Wir bekommen nochmal unsere Chance. Ich fühle mich etwas wackelig, Holmes. Können wir gehen? Selbstverständlich, Doktor. Eine Dusche und ein steifer Scotch rücken uns schon wieder gerade. Der Mann, der Mycroft umbringen wollte, ist tot. Es wäre mir lieber, wenn ich mich dabei nicht so wohl fühlen würde. Doch das vergeht. Wir müssen Mycroft informieren. Ich fühle mich höchst unwohl bei dem Gedanken, die Oberschwester wiederzusehen. Vielleicht kann sie sich ja etwas für sie erwärmen. Etwa so sehr, wie ein Scheuerlappen die Polarkappe erwärmt. Ich werde ihm erst mal schreiben. Wir schauen dann nach Mycroft, sobald er wieder im Dorchester Arms ist. Ja, das stand in deiner Nachricht. Sehr schön detailliert übrigens. Der Minister war sehr beeindruckt. Deine Diskretion wurde in höchsten Tönen gelobt. Und der Tod dieses Scarrett war unvermeidlich? Du hattest keine andere Wahl? Ich dachte nicht, dass du so gesund bist, um an meinem Begräbnis teilzunehmen. Sehr rücksichtsvoll von dir. Irgendwelche Neuigkeiten von seinem Chef mit dem albernen Namen? Major Mystery ist auf der Flucht. Naja, du hast den Rest des Falles ja sehr sauber gelöst. Carter ist hocherfreut. Ich habe von Silverbridge gehört. Selbst Lawton ist beeindruckt. Du hast allen Grund zu feiern. Mr. Holmes, Sie sollen sich doch ausruhen. Die Oberschwester hat mich ausdrücklich davor gewarnt, dass Ihr Bruder länger bleiben würde, als ihm zusteht. Es ist Essenszeit. In Ordnung, Schwester. Er und Dr. Watson sind gerade im Begriff zu gehen. Sie können diesen Kleister reinbringen, der hier als Nahrungsmittel ausgegeben wird. Wir haben nur noch einen Augenblick, Sherlock. Ich will nicht, dass die Oberschwester einen schlechten Bericht bekommt. Mein Minister hat mich informiert, dass eine gewisse dankbare Dame deinen Besuch in Kensington erwartet. Bitte zieh eine saubere Krawatte an und meinen Dank für alles, was du getan hast. Wir sollten sie lieber nicht warten lassen. Gute Besserung, mein Bruder. Watson? Meine Anerkennung, Mr. Holmes. Ich möchte anmerken, dass Ihr Bericht erheblich aufschlussreicher war als der des Premierministers. Sind Sie sicher, dass mein Enkel nicht an dieser Affäre beteiligt ist? Absolut, Ma'am. Der Kaiser war ernsthaft erbost über den Diebstahl. Seine Hilfe bei der Ergreifung der Übeltäter war unschätzbar. Ihre Herrscherin und Ihr Land sind Ihnen höchst dankbar für Ihre diskrete und fachmännische Arbeit in dieser delikaten Angelegenheit, Mr. Holmes. Und wenn Sie mir diese Ausdrucksweise nachsehen, dieser Mystery scheint ja wohl der Abschaum der Menschheit zu sein. Ihre Ausdrucksweise ist immer angemessen, Ma'am. Ich schäme mich, darin verwickelt zu sein, Ma'am. Ich nehme doch an, es gibt keinen Grund, warum der Prince of Wales davon erfahren sollte. Ich glaube nicht. Bertie ist bei weitem kein Vorbild, was Diskretion in solchen Sachen angeht. Und du warst ja nicht schuld, Alexandra. Es war dieser Lawton. Lawton hat sich wie ein Narr aufgeführt, aber ich war nicht ganz schuldlos. Ich war ihm so dankbar, als er diese Sache bereinigte, die Prinz Eddie angerichtet hatte. Ich glaube, ich hätte Lawton nichts verweigern können, um das er mich gebeten hätte. Vielleicht habe ich ein wenig geflirtet. Trotzdem, es war äußerst dumm, ein solches Foto zu verschicken.
Ich bitte um Verzeihung, Ma'am. Das ist jetzt Geschichte, mein Liebes. Denk nicht mehr daran. Diese Geschichte braucht diesen Raum in der nächsten Zeit nicht zu verlassen. Nicht wahr, Mr. Holmes? Keinesfalls, Euer Majestät. Die Öffentlichkeit, die Polizei und sogar der größte Teil der Regierung werden von der ganzen Angelegenheit überhaupt nichts erfahren. Die Formel ist in Sicherheit. Die Fotomontage ist wiederbeschafft worden. Die meisten der Verbrecher haben die höchstmögliche Strafe für ihre Taten erhalten. Ich bin sicher, eine der Stiftungen des verstorbenen Prinzgemahls kann das Geld des Preußen gut gebrauchen. Ich danke euch. Wenn ihr mir nur noch einen kurzen Moment eurer Zeit widmen würdet. Brown, bitte. Bitte, nehmt die übliche Haltung ein. Für besondere Dienste um Vaterland und Krone schlage ich euch zum Ritter des Distinguished Service Ordens. Erhebt euch. Ich bedauere, aber diese Ehrung muss, wie der Rest dieser widerwärtigen Angelegenheit, ein Geheimnis bleiben. Wenn ich meinem Bruder, meinem Land und euch, Ma'am, einen Dienst erweisen konnte, so bin ich reichlich genug belohnt. Nett gesagt, Sir Sherlock. Doktor? Brown wird Sie hinaus begleiten. Ach ja, herrlich. Ich glaube, das ist es nun gewesen. Ja, Freunde, das war Sherlock Holmes, das Geheimnis der Tätowierten. Eine dankbare und großzügige Herrscherin ist doch etwas Großartiges, nicht wahr, Holmes? In der Tat, aber nicht großartiger als ein wahrer Freund. Meinen Dank für alles, was Sie getan haben, Watson. Der Fall ist abgeschlossen. Haben Sie Ihre Aufzeichnungen beendet? Ich habe die meisten Ereignisse niedergeschrieben. Die, bei denen ich selber Zeuge war und die, von denen Sie mir erzählt haben. Aber diese historischen Aufzeichnungen verlangen nach einer Zusammenfassung. Einige Bereiche sind nicht völlig klar. Das überrascht mich nicht. Das war ein merkwürdiger und höchst verwirrender Fall. Ich bewundere immer noch, dass Sie so früh zu der Schlussfolgerung kamen, dass die drei Fälle zusammenhingen. Die versuchte Vereitelung der Untersuchungen und der Anschlag auf Mycroft als unterstützende Maßnahmen für den Diebstahl. Trotzdem habe ich mehrere Male den Faden verloren. Nicht nur Sie. Ich darf Sie an die Komplexität der Verschwörung erinnern, an die politischen, diplomatischen und militärischen Implikationen, an die verblüffende Frechheit der Gauner und an die kalkulierte Grausamkeit, mit der Verrat vertuscht werden sollte. Ist es da ein Wunder, dass wir ein bis zwei Fehlstarts hingelegt haben? Ich muss feststellen, dass es nicht gerade hilfreich war, dass Sie von dem Anschlag auf Mycrofts Leben so aufgebracht waren. Diese Kritik akzeptiere ich. Mein Ärger war vielleicht ebenso sehr ein Hindernis wie eine Inspiration. Aber ich konnte einfach keine Lösung akzeptieren, die nicht die Ergreifung des Attentäters einschloss. Zum Glück war es jemand, den wir sowieso wegen anderer Dinge suchten. Sind Sie mit der Haltung der Ausschussmitglieder zufrieden? Sie werden sich vor Mycroft verantworten müssen. Alle außer ihm hatten eigene Interessen in diesem Fall. In unterschiedlichen Abstufungen waren sie alle zu kleinlich, hinterhältig, gierig, ehrgeizig, böse oder einfach nur dumm. Ein paar hatten bessere Gründe als der Rest. Die könnten als mildernde Umstände ausgelegt werden. Warum haben Sie Lawton so leicht davonkommen lassen? Der Mann ist ein selbstgerechter Idiot, der sich bis zum Hals in Schulden gezockt hat und jetzt nur durch eine unerfreuliche Heirat wieder herauskommt. Mein Ärger ist verpufft, Watson. Sollen durch diesen unglücklichen Fall noch mehr Leben zerstört werden? Ich könnte eine Indizienkette zusammensetzen und ihn daran aufknüpfen. Doch die Beteiligung des Königshauses lässt das Ganze sehr wackelig erscheinen. Er wird für seine Taten büßen, das garantiere ich Ihnen.
Ich vermute, Sie wussten schon lange, bevor Sie es mir gesagt haben, dass die Fotomontage der Schlüssel zu dem Ganzen war. Eine zutreffende und scharfsinnige Folgerung, Watson. Wir sollten es dabei belassen. Erstaunlich, Holmes. Und sollte ich 100 Jahre leben, so würde ich doch wohl niemals mehr jemanden wie Sie treffen. Ich danke Ihnen, Watson. Major Mystery würde Ihrem großzügigen Lob wohl auf das Heftigste widersprechen, vermute ich. Zweifellos werden wir uns um ihn kümmern müssen, wenn die Zeit gekommen ist. Er war nicht wirklich besiegt. Er wird einen anderen Strohmann finden, der nach seiner Pfeife tanzt. Ich glaube, ich würde gerne mein Leben dafür hergeben, einen solchen Menschen auszuschalten. Die Bosworth-Smaragde sind verschwunden. Haben sich offenbar in Luft aufgelöst. Die Polizei ist ratlos. Was aber nicht weiter bemerkenswert ist, schließlich ist das ihr Normalzustand. Man wird Sie in Kürze bitten, Ihre Nase auch in dieses Mysterium zu stecken, wenn ich Scotland Yard richtig einschätze. Wo wir gerade davon reden, wie war Ihr Gespräch mit Lestrade? Er ist nicht besonders glücklich, aber was will er machen? Seine Leichen sind identifiziert, die Verbrechen, deren Ergebnisse, sie sind gelöst. Natürlich hat er keine Ahnung von den politischen Implikationen. Wobei mir einfällt, dass Bismarcks Zukunft nicht sehr rosig sein dürfte. Es würde mich nicht wundern, wenn er in der näheren Zukunft unehrenhaft seines Amtes enthoben würde. Ich weiß nur nicht, ob das gut oder schlecht wäre für den Kaiser und für England. Ganz Europa steuert auf ein Chaos zu, Holmes. Wenn die alte Königin stirbt, wird es Krieg geben, befürchte ich. Ich fürchte, da könnten Sie recht haben. Kämpfe zwischen Familienmitgliedern sind oft die schlimmsten. Aber sie ist ja noch für ein paar Jährchen gut. Wir werden Ihr Vertrauen nicht enttäuschen, nicht wahr, Watson? Ich habe meine Vorkehrungen getroffen, Holmes. Die Privatsphäre der königlichen Familie wird sicher sein. Geschützt für mindestens ein Jahrhundert. Würden Sie diesen Teil nochmal spielen, bitte? Tja, genau, das war's. Also Freunde, wir sind durch dieses wirklich geilste Holmes-Spiel, was ich bisher gespielt habe, ist leider Gottes zu Ende. Sherlock Holmes und das Geheimnis der tätowierten Rose. Ein grandioses Spiel für die damalige Zeit, ein Meilenstein, wie ich finde, die Story sehr verworren und sehr verzwickt, aber ja, man kommt hier und dadurch dann tatsächlich drauf und alles in allem habe ich mich sehr gefreut, dieses Spiel entdeckt haben zu dürfen und auch, ja, gespielt haben zu dürfen. Und ich hoffe, euch hat es genauso gut gefallen wie mir. Ich kann es nur empfehlen, jedem das hier alles mal selber zu erleben. Holmes und Watson waren hier in allen Holmes-Spielen mit Abstand grandios mit am besten. Die Animationen, die Art und Weise, wie sie sich unterhalten haben, einfach nur herrlich. Ich habe das Spiel in jeder Sekunde genossen, auch wenn diese getriggerten Ereignisse mich schon sehr gestört haben, dass man halt bestimmte Sachen erst machen muss, um etwas anderes auszulösen. Aber gut, so war es halt damals. Das hat natürlich den Rätselspaß nach oben getrieben. Ja, aber so ist es, so ist es, so ist es. Und genauso würde ich es eigentlich auch lassen. Ne? Und von daher, ja, genießen wir jetzt den Abspann. Auch dieses Let's Play ist jetzt vorbei. Das macht Platz, sehr viel Platz für ganz viele andere Sachen. Das Let's Play Together mit dem Zelda-Jungen dauert noch ein bisschen. Der Gute ist in Urlaub, kommt jetzt erst am 5.5. wieder zurück. Und dann schaue ich mal, wann er wie Zeit hat. Und dann geht es natürlich auch mit dem Let's Play Together weiter. Und welche neuen Let's Plays sich bald hier auf meinem Kanal tummeln werden, das werdet ihr schon alsbald erfahren. Ich wünsche euch jetzt erst einmal noch einen schönen restlichen Sonntag, noch ein schönes restliches Wochenende. Morgen viel Spaß mit dem 1. Mai, dem Arbeitertag, ja, Tag der Arbeit, und dann hoffe ich, dass wir uns sehr bald wiedersehen, aus dem Jahr 93, unglaublich. Vielen lieben Dank fürs Zuhören und fürs Zuschauen, macht es gut, bis dann, bleibt alle gesund. Vielen Dank, dass Sie die ungelösten Fälle von Sherlock Holmes, das Geheimnis der tätowierten Rose, gespielt haben. Ende. Macht es gut, NRW bei 18. Adieu. Thank you.